Das Justizministerium in Washington beantragt das Strafverfahren gegen Donald Trump einzustellen. Ja, hallo, hier ist der RG von Translated Press. Ich grüße euch wie immer ganz herzlich aus der Ferne. Meine Lieben, so sehen Sieger aus, nachdem sie gewinnen. Die US-Staatsanwaltschaft hat gestern die Einstellung des Strafverfahrens wegen versuchten Wahlbetruges gegen Donald Trump beantragt. Minuten nach der Einreichung in Washington legte der Staatsanwalt Jack Smith einen ähnlichen Antrag bei einem Berufungsgericht in Atlanta vor. Demnach gibt die US-Staatsanwaltschaft auch das Strafverfahren in der Dokumentenaffäre gegen Donald Trump auf. Letzte Woche haben wir euch darüber informiert, dass Jack Smith bereits seinen Job als Staatsanwalt beim US-Ministerium gekündigt hat und im kommenden Januar noch vor dem Antritt von Donald Trump aus dem Amt scheiden wird. Und jetzt sehen wir, dass das ganze Kartenhaus plötzlich in sich zusammenfällt. Der Sonderermittler Jack Smith hat gestern die Entscheidung so begründet. Er sagte, dass das Justizministerium nicht gegen amtierende Präsidenten vorgeht. Wenn ihr euch noch erinnern könnt, hat der Sonderberater Jack Smith mehrere hochkarätige Anschuldigungen gegen Donald Trump vorgebracht, die sich hauptsächlich auf zwei Hauptbereiche konzentrieren: Trumps Umgang mit geheimen Dokumenten nach seinem Ausscheiden aus dem Präsidentenamt und seine Bemühungen, die Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen 2020 zu kippen. Damit wollte der Staatsanwalt Donald Trump für 300 Jahre hinter Gitter bringen. Und darüber haben wir euch ein Video übersetzt von Fox News. Das kam heute früh ganz frisch auf den Markt. Darauf könnt ihr euch freuen. Los geht's. All right, meanwhile, charges against President-elect Donald Trump in his federal election interference case have officially been dropped. Nun gut, in der Zwischenzeit wurden die Anklagen gegen den gewählten Präsidenten Donald Trump in seinem Bundesfall der Wahlbeeinflussung offiziell fallen gelassen. Und der Fall der geheimen Dokumente in Florida könnte der nächste sein. Nach einer Anfrage des Sonderberaters Jack Smith. Fox News Rechtsanalyst Greg Jarrett ist jetzt bei uns. Greg, wir wussten irgendwie, dass das passieren würde. Nachdem Donald Trump gewonnen hatte, waren Jack Smith die Hände gebunden. Denn das Justizministerium ist sehr genau. Sie können keine Anklage gegen einen amtierenden Präsidenten erheben. Und in 55 Tagen wird er im Amt sein. Yeah, so this is, Steve, no great shock. The moment Trump won, Smith's misbegotten cases were over. Ja, das stimmt. Das ist also kein großer Schock, Steve. In dem Moment, in dem Trump gewann, waren Smiths verleumdete Anklagen vorbei. Und wissen Sie, er wusste und fürchtete, dass das passieren könnte, weshalb er versuchte, die Strafverfolgung vor der Wahl zu beschleunigen. Und als ihm das nicht gelang, versuchte er, Trumps Chancen an der Wahlurne zu schmälern, indem er kurz vor der Wahl schädliche Dokumente an die Öffentlichkeit brachte. Und damit ignorierte er natürlich die Regeln des Justizministeriums, die so etwas verbieten. Sogar die Richterin sagte, das sei regelwidrig, aber sie hat es völlig hingenommen, sogar fröhlich hingenommen. Und ich glaube, der Staatsanwalt wollte verzweifelt dem Kandidaten der Demokraten zum Sieg verhelfen, damit er seinen Job behalten konnte und diese rachsüchtigen Strafverfolgungen weiter fortsetzen konnte. Offensichtlich hat das nicht funktioniert. Die Amerikaner hatten das letzte Wort. Indeed. And speaking of Democrats, Congressman from the great state of New York, Dan Goldman had this observation about Jack dropping the cases. Das stimmt. Apropos Demokraten. Der demokratische Kongressabgeordnete aus dem großartigen Staat New York, Dan Goldman, machte diese Bemerkung über Jacks Einstellung der Verfahren. I think it is a shame for justice. Ich denke, es ist eine Schande für dieses Land, für die Justiz. Es zeigt, dass Donald Trump über dem Gesetz steht. Jetzt scheint er sich der vollen Verantwortung für Verbrechen zu entziehen, die von einer Grand Jury angeklagt wurden. Well, with all due respect to the congressman, Trump is not above the law. Nun, bei allem Respekt für den Kongressabgeordneten, Trump steht nicht über dem Gesetz. Das Gesetz besagt, dass man nicht gegen jemanden vorgehen kann, der Präsident ist. Yeah, absolutely. And Goldman doesn't know what he's talking about. Ja, absolut. Und Goldman weiß nicht, wovon er spricht. Er ist ein Kongressabgeordneter im ersten Jahr, ein Flammenwerfer
und er weiß nichts. Wissen Sie, diese beiden Fälle hätten niemals eingereicht werden dürfen. Jack Smith wurde 3 Tage nach der Ankündigung von Trumps Präsidentschaftskandidatur ernannt, was alles sagt, was man wissen muss. Kein fairer und neutraler Staatsanwalt hätte das jemals getan. Es handelte sich um eine reine politische Entscheidung, wie sie Jack Smith in seiner Karriere immer getroffen hat. Sie waren reichlich schwach und basierten auf völlig ungeprüften Rechtstheorien. Und verfassungsrechtliche Hindernisse lagen überall vor ihm. Der oberste Gerichtshof hat den J6-Fall aus Gründen der Immunität zerschlagen. Und der oberste Gerichtshof sagte auch, sie brauchen die Anklagen wegen Behinderung der Justiz und die konnte er nicht vorlegen. Am Ende war also wirklich nichts mehr von Smith-Fällen übrig. And it sounds like he will resign before Donald Trump can fire him. Na gut, es war mir ein Vergnügen. Ich danke Ihnen. My pleasure, thank you.